Willkommen jetzt hier zum ersten Vortrag im Raum Berlin. Also wer zum Vortrag America Second möchte, der ist einen Raum weiter in Raum Bonn. Hier geht es um Markenpatente und Designs, speziell um die spezifischen Problemstellungen, die Amazon hier für Händler bereithält. Das sind eine ganze Menge. Und vielleicht geht es ja dem einen oder anderen hier so wie mir. Ich stehe bei Rechtsfragen immer ein bisschen wie der Ochs vom Berg und brauche da ganz bestimmt Hilfe. Umso mehr freue ich mich, dass wir Dr. Rolf Gläsen heute hier haben. Dr. Rolf Gläsen ist Partner bei Freischirm und Partner und ist ausgewiesener Spezialist für Patent- und Schutzrechte im Allgemeinen und eben auch für das spezielle Thema Amazon im ganz Speziellen. Und ja, ich bin sehr gespannt auf den Vortrag. Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte der Begrüßung. Ich bin Partner bei Freischirm und Partner hier in Köln am Barbarossaplatz. Das ist ja bekanntermaßen der schönste Platz in ganz Köln, wie alle wissen, die aus Köln kommen oder mal Köln gesehen haben. Da treffen ungefähr 8 Straßen aufeinander und 2 Straßenbahnlinien und es gibt, glaube ich, keinen einzigen Baum und es gibt auch ein Sonnenstudio und es gibt auch ein und so weiter. Aber wir sitzen in der 12. Etage und haben Rundumblick, Panoramablick über Köln. Also wer mal einen schönen Blick über Köln genießen will, ist immer herzlich willkommen. So, ich möchte erstmal einen groben Überblick verschaffen, was ich heute so erzähle. Erstmal, was sind überhaupt Patente, Marken und Designs? Was kostet der ganze Spaß? Was ist Erschöpfung? Das habe ich vor allen Dingen in den Facebook-Gruppen bei euch hin und wieder gelesen, dass da so ein bisschen Unklarheit herrscht. Brauche ich überhaupt eine eingetragene Marke? Wie kann ich Anhänger verhindern? Wie kann ich mir eine Buybox garantieren? Da gibt es ein ganz neues Tool, das stelle ich kurz vor. Wie kann ich Angebotssperren aufheben? All das will ich kurz in diesem Vortrag erläutern. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann meldet euch einfach mittendrin. Das ist kein Problem. Ich versuche, die zu beantworten. Und wenn ich denke, dass das den Zeitrahmen sprengen würde, sage ich das auch ganz ehrlich. Und dann ich bin heute den ganzen Tag da. Also ihr könnt mich immer dazu löchern. Ja? Einmal, was sind Patente, Marken und Designs? Mit Patenten schützt man technische Erfindungen. Das heißt, wenn ihr jetzt Beispiel Goldhase ein neues Verfahren entwickelt habt, wie ihr die leichter in Goldfolie einwickeln könnt, schneller oder sicherer oder mit Materialersparnis oder wenn ihr eine neue Maschine erfunden habt, die diese Goldhasen noch kosteneffizienter herstellen kann oder so, dann könnt ihr diese Maschine schützen. Also Patente schützen immer was Technisches. Was sind Designs? Mit Designs oder früher auch in Deutschland Geschmacksmuster genannt, EU-weit heißen die immer noch Unionsgeschmacksmuster, mit denen schützt man eben den visuellen Eindruck, also nur, was man mit den Augen sehen kann. Die Technik hat damit überhaupt nichts zu tun, die Funktion ist auch völlig egal, das Produkt ist auch völlig egal. Also hierauf gibt es natürlich auch ein eingetragenes Design auf die Goldhasen. Und wenn jemand ein Haus in Form des Goldhasens bauen würde, würde er trotzdem in das Design eingreifen, auch wenn es gar nicht Süßwaren sind oder Schokolade ist. Warum habe ich hier das Beispiel gewählt? Weil ich euch an dem Beispiel erklären möchte, Schwerpunkt dieses Vortrags ist Marken, weil das auch das wichtigste Thema der vielen Anfragen ist, die ich so über Facebook und direkt auch bekomme. Deswegen habe ich euch was mitgebracht, damit ihr das besser beurteilen könnt. Ne? Eine große Kiste. So. Und da habe ich euch ein paar Goldhasen mitgebracht. Erstmal der netten Moderatorin einen großen. Wer will noch einen großen? Wer will einen? Da hinten ist ein großer. So. So. Ja. Ich habe natürlich noch ganz viele kleine mitgebracht, damit ihr euch das genau angucken könnt. So, vielleicht hier einfach mal in der Reihe lang geben, ja, und die überzähligen nach hinten. So, mal in der Reihe lang geben. Und wer nachher noch keinen hat, der sagt Bescheid, der kriegt noch einen. Nö. Ja, vielleicht, genau. So, einfach durchgeben. Genau. Ein Lindhasen? Nee, will er nicht. Gut. Sie können Lindhasen haben. Schenke ich Ihnen. Nee.
einmal durchgeben. So. So, vielleicht die Leute, die jetzt schon den Lindhasen haben oder dort sehen, mal durchgeben. So, ups, Entschuldigung. Die jetzt den schon sehen. Was kann man denn an so einem Lindhasen alles als Marke schützen? Was glauben Sie denn? Einfach mal reinrufen. Ja? Ja. Ja, das ist schon mal gut. Ich hatte jetzt gehofft, dass was viel Offensichtlicheres kommt. Mal durchgeben. Das Logo, ja, welches Logo denn? Ja, genau. Also zum Beispiel hier dieses Ding da oder alles zusammen. Was kann man noch schützen? Goldhase, genau, Goldhase kann man schützen. Was kann man noch schützen? Ja, also das Wort Lind natürlich, ne? Einmal das Wort Goldhase, aber das Wort Lind, nicht nur das Logo, also grafisch gestaltet, sondern auch das Wort. Was kann man noch schützen? Man kann auch noch die Farbe schützen, nämlich Gold. Ja? Man kann mittlerweile auch, die Telekom hat Magenta geschützt für Telekommunikationsdienstleistungen, und Gold kann man genauso auch für Süßwaren auch schützen, wenn man eine bestimmte Bekanntheit nachweisen kann. Das hat Haribo geschafft, Lind noch nicht. Also Haribo hat eine Farbmarke Gold. So, für Süßigkeiten. Dann gab es einen Widersacher, der ist einfach in den Markt gedrungen, ganz frech. Der hieß, glaube ich, damals Moritz, so hieß das Produkt. Und das habe ich natürlich auch mitgebracht, damit Sie sich da einen vollumfänglichen, vielleicht kann ich da nochmal Hilfe gebrauchen. So, da sind jetzt leider noch Verpackungsteile dran. Einfach mal in einer Reihe rumreichen. So. Also, Sie machen das, ne? Ja. Super. Also, der Moritz, ne, der ist ganz frech gewesen und der hat sich einfach fast genauso aussehend auf den Markt geschummelt. Das war in 2002 oder Weihnachtsgeschäft 2001, Ostergeschäft 2002, Weihnachtsgeschäft, sag ich. Ostergeschäft 2002. Und, nein, die sind ganz frisch. Ich habe die gerade erst gekauft. Und, das hat natürlich Lind irgendwie doof gefunden, weil die da den Markt ganz gut mit aufgeräumt haben, der kleine Moritz. Und der kleine Moritz, der musste dann etwas leiden von Riegeleien. Und Lind hat geklagt. Warum haben die geklagt? Die haben auf Basis einer dreidimensionalen Formmarke geklagt. Und die dreidimensionale Formmarke, die hat eben diese Form hier geschützt. Ja? Eine dreidimensionale Formmarke. Kann man eben, da muss man von allen möglichen Ansichten halt, die haben das von schräg hinten dann abgebildet und von der Seite und von vorne und so. Und dann haben die diesen Goldhasen halt geschützt. Und aus der haben die in erster Linie geklagt. Ja, also die haben auch aus allen möglichen anderen Rechten geklagt, aber das war der Hauptgrund. Dann, das war am Landgericht Frankfurt. Und im Dezember 2002 hat dann das Landgericht Frankfurt gesagt, nö, das ist keine Verletzung. Denn erstens habt ihr kein rotes Bändchen, das war ein guter Hinweis von da hinten. Zweitens habt ihr die Bimmel gar nicht und drittens ist das ein anderer Goldton und außerdem hat er ganz anders angelegte Ohren. Ja? So. Riegelein hatte argumentiert, dass es Gold in Goldfolie eingewickelte Hasen schon viel länger als von Lind gab und haben dann da kräftig recherchiert und tatsächlich auch was gefunden. Ja? Also dass die Schokoladenhasen in Gold einzupacken, war nicht die Idee von Lind. So, das ist dann eskaliert und da will ich auch kurz erläutern, warum vielleicht hart am Wind segeln oder sich nah an andere Produkte anlehnen für kleinere, die vielleicht nicht die Cash haben, nicht den Cash haben und nicht die Kriegskasse, gefährlich sein kann. Denn Riegelein hat natürlich triumphiert und dann ist Lind aber in die Berufung gegangen. OLG Frankfurt hat gesagt, nö, ist auch keine Verletzung, gleiche Gründe. Dann ging es aber zum BGH und der BGH hat gesagt, nö, keine Verletzung, kein rotes Band, keine Bimmel, sieht irgendwie anders aus, Goldhasen gab es schon vorher. Aber, liebes OLG, ihr habt noch nicht richtig geprüft, ob diese Verkehrsbefragung, die durchgeführt worden war von Lind, auch wirklich berücksichtigt worden war. Da hatten nämlich, glaube ich, 56% der Befragten gesagt, ja, wenn ich da so einen Goldhasen sehe, denke ich an Lind. Ja, ohne dass jetzt Lind drauf stand. Ja, so.
Und da hat dann der BGH gesagt, nö, das musst du nochmal überprüfen, liebes OLG, liebes Oberlandesgericht Frankfurt. Und das haben die auch gemacht und sind dann auch wieder zum Schluss gekommen, nö, keine Verletzung. Und dann ist Lind wieder in die Berufung gegangen von BGH, also zum zweiten Mal. Ja, das war dann 2010. Also mittlerweile 8 Jahre schon Streit. Ja. Und viele 100.000 Euro später in Anwaltsgebühren. Ja, also die Anwälte werden da immer reich. Genau. Die haben weiterverkauft, genau. Und heute ist er ja auch wieder im Verkauf. Genau. Ja, und was war dann? Ja, und dann hat sich Lind ausgedacht, weil sie ja so ein bisschen fies da dieses Argument von Riegelein hatten, ja, die Goldhasen gab es schon lange vorher und ihr habt ja nicht allgemeinen Schutz auf Gold verkleidete Hasen, sondern nur auf die mit der roten Kette und der Bimmel und so und dem Lind drauf und so. Da hat dann Lind gesagt, gut, wir versuchen jetzt einfach mal eine 3D-Marke nur für einen gold eingepackten Hasen. Also die haben eine Marke angemeldet, eine dreidimensionale Marke, halt ohne dieses rote Band, ohne die Bimmel, ohne Lind, ja, einfach so eingepackt, haben die das dann angemeldet. Und da sind die auch durch alle Instanzen wieder durchgegangen, bis zum Europäischen Gerichtshof, ja, weil das immer abgelehnt worden war. Und der hat es dann auch abgelehnt. Und dann, als das parallele deutsche Verletzungsverfahren wieder vom BGH aus irgendwelchen Formfehlern, ich gehe jetzt nicht in die Tiefe, wieder an OLG zurückverwiesen war und OLG wieder gesagt hatte, nö, keine Verletzung, also zum wievielten Male, ist Lind dann in 2013 wieder zum BGH, obwohl das OLG das nicht zugelassen hatte. Und dann hat der BGH gesagt, nee, wir wollen uns damit gar nicht mehr beschäftigen, eure Farbmarke ist sowieso, eure 3D-Marke ist eh zurückgewiesen worden, wir nehmen den Fall gar nicht mehr an. Und damit war es dann im März 2013 erledigt, also ungefähr 11 Jahre später. Und ich habe mal so überschlagen, es müssten so zwischen 400 und 700.000 Euro Anwaltsgebühren später gewesen sein, also Anwälte von beiden Seiten. Deswegen Lektion an euch. Erstens, guckt bitte, bevor ihr irgendwie mit neuen Worten oder Marken oder Logos auf den Markt kommt, guckt, ob es so ähnliche vielleicht schon gibt. Und zweitens, lasst es nicht eskalieren, ihr habt die Kriegskasse nicht dazu. Ja? Also denkt daran, ihr müsst so handeln, dass ihr mich arbeitslos macht. Ja? Genau. Also vorher genau gucken, möglichst wenig Streit riskieren einfach, denn das kann gerade gegen Große echt teuer werden. Also ich kann jetzt diesen Hasen neu rausbringen? Ja, ja. Also den wahrscheinlich nicht, weil den Riegelein auch wieder geschützt hat. Genau. Genau, also da muss man ein bisschen aufpassen. Ich würde auch mit Goldhasen vorsichtig sein, weil Lind natürlich gegen alle klagt und dann auch wieder durch alle Instanzen durchgehen wird. Ja. Also ich hätte noch mal eine kurze Frage bei der Marken- und Patentanmeldung zu der Netzer-Klassifikation bei den Markenanmeldungen. Ja. Wir haben jetzt gerade 4 verschiedene Markenanmeldungen durchexerziert. Ja. Heißt das, wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der eine Wort- und Bildmarke zwar angemeldet hat, aber in einer komplett anderen Netzer-Klassifikation, dass ich mir ohne Probleme seine Marken schützen lassen kann für Elemente, die in seiner Klassifikation nicht aufgenommen werden? Also es ist so, dass die Marken an die Nizza-Klassifikation gebunden sind, es sei denn, sie sind sehr berühmt. Ja, berühmte Marken, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also Davidoff hatte eigentlich nur eine Marke für Zigarren, aber da gab es mal einen Fall, der bis zum EuGH ging. Da hat jemand Gürtel Davidoff gemacht und die sind dann trotzdem verurteilt worden, weil es halt eine sehr berühmte, bekannte Marke war. Aber solange die nicht so richtig total super berühmt sind, gibt es Koexistenzen. Also es gibt eine Motorrad- und Automarke Triumph, es gibt eine Unterwäsche Triumph, es gibt eine Schokolade Trumpf. Also es gibt da lauter koexistierende Marken, die identisch oder ähnlich sind. Das ist kein Problem. Also wenn der eine Marke für Gartenzubehör hat und ich will jetzt irgendwie Autos damit machen, ich denke, nicht so ein Problem. Genau. So, noch Fragen zu Marken oder so? Sonst gehe ich nämlich hier Marken allgemein. So, ja, sonst erzähle ich was zur Recherche. Ja? Ich habe ganz am Anfang, habt ihr schon gesehen, einen YouTube-Kanal, wo ich das auch ein bisschen ausführlicher erkläre, hier deswegen nur die Kurzversion. Also ihr solltet, hatte ich ja gerade schon gesagt, vorher nachgucken, bevor ihr mit einer Marke auftretet oder sie sogar anmeldet, solltet ihr recherchieren, ob es diese Marke schon gibt. Ja? Und das kann man mit der kostenfreien Datenbank TMView machen. Ja? Einfach in YouTube Markenrecherche eingeben und dann findet ihr automatisch meine Anleitung zu diesem Tool.
Und da könnt ihr nicht nur identische ältere Marken finden, also wenn ihr unter PMW Autos machen wollt, dann würdet ihr im deutschen Register nichts finden, aber mit TMView findet ihr dann BMW. Ja, das ist sehr hilfreich, denn dann werdet ihr 5 Jahre später nicht abgemahnt, ja, von BMW oder sogar schneller. Also das ist ein wichtiger Tipp. Vorher zumindest mal bei TMView gucken. Für TMView kann ich natürlich nicht haften. Wenn ihr eine Einschätzung von einem Anwalt haben wollt, wo er natürlich seinen Kopf auch für hinhält, dann gibt es natürlich nicht nur mich, sondern viele andere Kollegen, die sich hier auch tummeln. Zum Beispiel die Heidi Kneller, wird der eine oder andere von euch auch kennen, die ist auch spitze. Oder der Thomas, auch aus Köln, mit dem gehe ich auch hin und wieder Mittagessen. Das ist so eine eingeschworene Gemeinde von Anwälten und Patentanwälten, die sich so im Bereich Amazon bewegen. Und wir verstehen uns alle gut. Also die anderen können das genauso gut wie ich. Aber wenn ihr eine Einschätzung braucht, darf ich jetzt eine Marke wirklich benutzen für mein Produkt und dafür auch jemanden haben wollt, der dafür haftet, dann wendet euch an Anwalt. Aber um ganz ehrlich zu sein, mit TMView findet man schon die allerrelevantesten Marken. Mit unserer Recherche, also wir haben eine Datenbank, die kostet ein bisschen mehr als TMView und wir haben auch eine Markenrechercheurin, die das eigentlich nur macht die ganze Zeit. Aber wir finden in der Regel keine wesentlich relevanteren Marken. Ich sage in der Regel, denn manchmal halt doch. Aber eben dadurch, dass ihr eben in der Regel hiermit die relevantesten Marken findet, halte ich das Risiko für relativ überschaubar, wenn ihr euch auf TMView verlasst. Also bevor ihr in den Markt geht mit einer neuen Marke, wenigstens TMView mal reingucken. Ja? Das ist ein absolut wichtiger Tipp, damit ihr eben nicht so endet wie Riegelein, die natürlich ganz bewusst hart am Wind gesegelt sind und dann da mit Lind kollidiert sind. Aber ihr wollt ja nicht mit irgendwelchen bekannten älteren Marken oder überhaupt registrierten älteren Marken kollidieren. So, mit Patenten kann man, Patente kann man natürlich auch recherchieren. Da ist vielleicht die wichtigste Datenbank S-PassNet. Ja, ihr kriegt, glaube ich, auch diese ganzen Folien und auch den Vortrag später noch zur Verfügung gestellt. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht zwingend alles mitschreiben, aber einfach in Google S-PassNet eingeben. Das ist vom Europäischen Patentamt betriebene Datenbank, wo ungefähr 120 Millionen Patentdokumente aus aller Herren Länder drin sind. Und da könnt ihr zum Beispiel mal sehen, wenn ihr dann Anmelder eingebt, weiß ich, Siemens oder Anmelder, irgendwie eure Wettbewerber, die halt vielleicht die Marktführer auf dem Gebiet sind, könnt ihr sehen, was haben die für Patente und dann könnt ihr euch auch angucken, sind die noch in Kraft oder nicht, wie sehen die Patentansprüche aus. Da jetzt ein bisschen in die Tiefe einzusteigen, führt vielleicht zu weit, aber ich bin heute auch den ganzen Tag noch da und stehe euch natürlich auch da zu Fragen zur Verfügung. Wenn jemand aber längst jetzt schon hier konkret eine Frage hat, gerne. Ne? Also, so, Designs ist vielleicht noch ein bisschen wichtiger auf Amazon als Patente, denn Designs sind natürlich, also die Designs von Produkten, zum Beispiel von Spiralschälern oder Knoblauchpressen oder solchen Geschichten, sind geschützt von vielen Leuten und das kann man auch recherchieren und zwar muss man da 2 verschiedene Datenbanken nehmen, wenn man kostenfreie Tools nehmen will und zwar einmal DesignView, das ist eine vom EU-EPO, also Europäischen Marken- und Designamt, betriebene Datenbank, wo man von vielen Ländern schon Designs recherchieren kann, von eben bestimmten Wettbewerbern oder von Marktführern, die ihr so kennt. Leider ist da Deutschland nicht dabei, blöd. Deswegen müsst ihr ins DPMA-Register gehen, also das ist register.dpma.de und da könnt ihr auch Designs kostenfrei recherchieren. Wenn ihr eine Recherche bei einem Anwalt in Auftrag geben wollt, dann wird euch das so, also eine Designrecherche so roundabout zwischen 1.000 und 2.000 Euro kosten, um einfach mal eine Hausnummer in den Raum zu schmeißen. Bei Marken wird das so zwischen 500 und 1.000 Euro liegen, wenn man das auf Deutschland beschränkt. Europaweit reichen die Preise da wesentlich höher bei den Marktführern, Anbietern. Bei Patentrecherchen, also da gibt es unterschiedliche Patentrecherchen. Wenn ihr herausfinden wollt, ob ihr selbst ein Produkt anbieten dürft, dann ist das eine sogenannte FTO-Recherche, also Freedom to Operate, dürft ihr ein Produkt anbieten. Und die muss man relativ breit halten, damit einem da keine Patente durchgehen. Und das kann sehr teuer sein, also so eine typische FTO-Recherche wird so zwischen vielleicht 5.000 und 10.000 Euro kosten. Ich habe aber auch schon 40.000 Euro mal abgerechnet für eine Klimaanlagenrecherche.
ja, da ist man richtig beschäftigt, weil ich da eben manchmal hunderte Patente mir konkret die Patentansprüche angucken muss und sehen muss, okay, fällt jetzt das Produkt unter diese Patentansprüche? Das ist ziemlich aufwendig und deswegen teuer. Man muss sich dann immer fragen, macht das ökonomisch Sinn, ja, wenn ich einfach einen kleinen Spiralschäler auf den Markt bringe, jetzt eine Patentrecherche durchzuführen? Vielleicht gucke ich mir einfach mal die Patente von den wichtigsten Anbietern an und versuche selbst rauszufinden, falle ich da drunter. Da ist der Rat von einem Anwalt, kann da relativ teuer sein. So, auf YouTube habe ich natürlich zu allen diesen Themen Anleitung gemacht. Einfach Rolf Klesen Kanal buchen und da findet ihr zu allen diesen Recherchen auch Anleitung. Überhaupt zu verschiedenen Themen. Warum brauche ich überhaupt eine Marke? Also die Hauptfunktion von einer Marke ist natürlich, sich gegen Wettbewerber zu wehren. Wenn ihr jetzt eine Marke Marimba anmeldet für, sagen wir mal, Kaffeetassen, dann wollt ihr natürlich vermeiden, dass andere auch unter Marimba anbieten. Ganz speziell natürlich Leute, die sich ein neues Angebot anhängen, die sollen natürlich nicht einfach auch Marimba-Tassen vertreiben, wenn die gar nicht die Markenrechte haben. Das ist der Hauptgrund. Dann wollt ihr natürlich verhindern, dass sich andere die Marke sichern. Das ist auch hin und wieder jetzt, gerade Amazon ist ein sehr aggressiver Markt, habt ihr vielleicht schon kennengelernt. Da hatte ich den Fall, dass es einen Türstopper gab und da hat sich jemand einen schicken Namen ausgedacht für einen Türstopper. Und dann hat eben jemand anders gesehen, oh, der Name ist ja gar nicht registerrechtlich geschützt und hat sich dann die Marke gesichert und hat Amazon gesagt, quasi das ist eine Markenverletzung und hat dann quasi das Angebot übernommen und der ursprüngliche, der sich den Namen ausgedacht hatte, ging dann leer aus. Und da kann man auch nicht viel machen. Man kann gegen eine Marke vorgehen wegen sogenannter Bösgläubigkeit, das heißt, wenn sie rein in Behinderungsabsicht angemeldet wurde. Allerdings ist das, wird das von den Gerichten nicht mehr als reine Behinderungsabsicht angesehen, wenn derjenige selbst auch anbietet. Ja, das heißt, ja, fiese Falle, am besten möglichst zeitnah auch die Marke sichern, damit jemand anders euch nicht aus eurem eigenen gelisteten Angebot rausdrängt und die Bewertung mitnimmt und so weiter und so weiter. So, ihr könnt Anhänger loswerden und zwar steht ja in der Fontzeile immer dann eure Marke, wenn ihr es richtig macht. Ein anderer, der keine Markenrechte hat und sich an euer Angebot ranhängt und natürlich nicht eure Marke auf dem Verpackung und auf dem Produkt hat, auch gar nicht darf, der bietet dann ja auch unter von Marimba an. Ja? Und das darf er nicht, deswegen kann man ihn dann wegen Markenverletzung rauskicken aus dem Produkt. Also man kann auch durch eine eingetragene Marke Anhänger loswerden. Das kann man auch über unlauteren Wettbewerb. Aber das ist ein bisschen komplizierter und aufwendiger. Deswegen das Einfachste ist es, eine Marke zu sichern. Und so kann man dann Anhänger loswerden. Ich werde ganz zum Schluss noch ein neues Tool, was seit Anfang Mai existiert, die Brand Registry, kurz erläutern. Da kann man nämlich anhängerfrei praktisch. Ja. Wir haben das Problem auch schon einige Male gehabt, dass sich jemand unser Listen gehängt hat, wir haben auch nicht dran gearbeitet. Wieso darf der das nicht verkaufen? Das kann doch ein Wiederverkäufer sein. Ja, genau. Wenn es ein Wiederverkäufer ist, dann ist er Erschöpfung, da komme ich gleich zu. Also wenn er ein ungebrandetes Produkt verkauft, ja, und nicht das Originalprodukt, dann hat er ein Problem, wenn er natürlich das Originalprodukt erworben hat. Ja, klar. So, erstmal noch vielleicht detaillierter Anhänger loswerden. Ganz am Ende, wie gesagt, zur Brand Registry ganz kurz. Aber wie macht man das herkömmlich, sage ich mal, bis jetzt, bis zur Brand Registry-Einführung? Wenn jemand eben ein Angebot anbietet, dann kann man den eben damit, Amazon selbst reagiert manchmal auch. Ja, wenn man Amazon sagt, hier, das Angebot ist markenverletzend, dann schmeißen die das manchmal raus, aber nicht immer. Deswegen muss man dann manchmal leider den Weg der Abmahnung gehen und dann eben den anderen abmahnen wegen Markenverletzung. Dann eben da reinschreiben, hier, wir haben festgestellt, ihr bietet ein ungebrandetes Produkt, was keine Originalware ist, unter meinem Namen Marimba an. Frage? Das geht in ganz Europa, wenn man eine Unionsmarke hat, ja. Ja, das geht. Das geht. Ja, genau. Also jetzt eigentlich schon mit der Brand Registry kann man die jetzt auch sofort loswerden. Erkläre ich gleich was zu. Ohne dass man einen Anwalt braucht, da werde ich arbeitslos gemacht. Das ist auch ganz gut für die ganzen Seller. So.
die kann man auch dann mit dieser Brand Registry am besten loswerden. Abmahnungen interessiert die natürlich nicht. Genau. Ja, also Brand Registry ist das große Stichwort, komme ich gleich zu. Ja. So, also Abmahnung, also bisher Anhänger loswerden über die Abmahnung. Ja. Aber das Logo muss jetzt nicht zwingend auf dem Produkt drauf sein, oder? Wenn man die Marke als Wortbildmarke, als Logo geschützt hat, dann sollte man die auch benutzen. Entweder auf der Verpackung oder auf dem Produkt oder auf der Rechnung und möglichst überall und im Katalog und bla bla bla. Denn sonst kann jemand die Marke löschen, weil sie nicht wie eingetragen benutzt wird. Ja? Es reicht auf der Verpackung auch, es muss jetzt nicht zwingend am Produkt sein. Nee, genau, es kommt aufs genau. Es muss nicht zwingend auf dem Produkt sein, es kommt auch ein bisschen aufs Produkt an. Ne? Also, ja, genau. Geht's halt nicht. Genau, genau. Ja. Also, wir haben gerade von der Markenlöschung gesprochen. Ja. Wenn man das Logo geschützt hat und nur den Namen überall verwendet und das Logo gar nicht verwendet und das über ein... Ja. Mit Logo, aber man verwendet nur das Wort. Meistens. Und da könnte jemand anders kommen und sagen, ja, ich würde, um sicher zu sein, würde ich das Logo auf jeden Fall hin und wieder auch benutzen. Also entweder auf der Verpackung oder ja, irgendwo muss es auf der Rechnung und irgendwie so. Nein, nicht genügen, aber das ist gut, wenn es auf der Rechnung steht. Und dann sollte es vielleicht auch in der Produktbeschreibung irgendwo drin sein oder auf der Verpackung irgendwo. Also ich würde auf jeden Fall raten, die Marke, wie sie eingetragen ist, optimal sind Wortmarken, aber Wortbildmarken sind natürlich auch manchmal eingetragen, die auch so zu benutzen, wie sie eingetragen sind. Denn sonst können sie halt gelöscht werden. So, dann Erschöpfung. Was ist denn Erschöpfung? Da besteht etwas Verwirrung, denn Erschöpfung heißt nicht nur das, was Sie vielleicht heute Nachmittag erleben, weil Sie so einen anstrengenden Tag hinter sich haben, sondern Markenerschöpfung heißt, wenn Sie merken, dass jemand anders sich an Ihr Produkt zum Beispiel anhängt, hatten wir gerade den Beispiel, hat aber Originalware. Ja? Originalware kann er bezogen haben, entweder irgendwie aus Restverkäufen oder Sie haben es zur Vernichtung freigegeben bei Amazon und dann landet es eben doch irgendwo wieder im Kreislauf. Irgendwie hat er Originalware und Sie können also mit einer Marke nicht gegen jemanden vorgehen, der im EU-Inland, also in einem EU-Land, die Originalware irgendwo erworben hat und dann weiter vertreibt, das können Sie ihm nicht verbieten, denn Sie haben ja schon mal abkassiert dafür. Ja? Also Sie haben ja schon mal die Ware irgendwann als Originalware verkauft, Sie können nicht ein zweites Mal abkassieren, das ist so das Prinzip dahinter. Und das ist ein bisschen ärgerlich, denn so Retouren oder irgendwie sowas, wenn Sie das durch Amazon handeln lassen und sich nicht zurückschicken lassen, dann landet das wieder in dem Amazon-Ökosystem und kann dann wieder neu angeboten werden quasi. Ja. Ja, wenn Sie eine Unionsmarke haben, gilt die Erschöpfung da auch. Bei einer deutschen Marke ist es so, auch bei deutschen Marken gilt EU-Inland. Also wenn Sie können gegen jemanden aus einer deutschen Marke nicht gegen jemanden vorgehen, der in UK Originalware erworben hat und dann in Deutschland verkauft. Geht nicht. Ja, so, noch irgendwelche Fragen zur Erschöpfung? Also, da gilt das, auch das erstmalige Einführen in die EU. Das heißt, wenn Sie wissen, dass jemand aus China nach Deutschland anbietet quasi und demjenigen erlauben, zum Beispiel in ein Warenhaus, irgendwo in ein Lagerhaus in der EU das anliefern zu lassen, zum Beispiel eins von Amazon, und dass es dort weiter vertrieben wird, dann ist das mit Ihrem Einverständnis geschehen, also wenn Sie darüber wussten und nichts getan haben, und dann ist das wahrscheinlich Erschöpfung. Ja? Das heißt, dann können Sie da nichts mehr machen. Also am besten lassen Sie sich die Originalware immer direkt irgendwie in Ihre Kontrolle bringen. Also Sie können ja auch im Lagerhaus von Amazon Kontrolle darüber haben. Und wenn Sie bestimmte Restbestände nicht abverkaufen können, wollen oder sonst wie, dann nicht zur Vernichtung freigeben, sondern zurückschicken lassen oder einfach günstiger abverkaufen. Hauptsache, Sie sind offiziell abverkauft, sonst kann eben jemand anders sich vielleicht diese Restbestände sichern. Und dann können Sie dagegen eben nicht vorgehen und dann kriegt er Ihre Buybox und solche Geschichten, weil er Sie dann preislich unterbietet und solche blöden Sachen. Ja, noch dazu, ja. Ich habe eine Frage zu dem Begriff Originalware.
Spezialware. Ja. Ganz kurzes Beispiel, Spielwarenbranche. Ich habe einen Hersteller, der produziert seit 20 Jahren für mich ein Spiel, exklusiv für meine Firma. Ja. Seit letztem Jahr macht es nicht mehr exklusiv, sondern verkauft auch an andere Händler. Derselbe Inhalt, allerdings in einer anderen Verpackung. Ist das Originalware oder nicht? Ist da die Marke, also haben Sie die Marke? Ich habe die Marke. Ich habe die Marke auf dem Originalspiel, auf der Originalverpackung. Ja. Und jetzt wird dasselbe Spiel. Ja. Das Spiel an sich ist nicht geschützt, ja. In einer anderen Verpackung vertrieben. Ja. Aber die ganzen Angebote hängen an meinen Markenartikel. Ah, ja, genau. Dann ist das aber dann ist das unabhängig von der Erschöpfung, dann ist das eine Markenverletzung, weil der ja nicht unter Ihrer Marke verkauft. Also der hat ja kein Recht an Ihrer Marke, Sie haben die Marke, der verkauft aber unter Ihrer Marke, weil ja in der Von-Zeile von Marke steht. Ist eine Markenverletzung, genau. Und mit der Brand Registry kann man die auch sofort loswerden. Komme ich gleich zu. Ja. 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 Eine lange Geschichte, sehr schmerzhaft. da gibt es so Bedingungen, die man akzeptiert bei der Vernichtung und da steht auch, dass es weiter verwertet werden kann. Genau, das heißt, es wird nicht vernichtet zwingend und landet dann wieder in diesem Amazon-Ökosystem. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, aber ich sehe hier schon Lacher in der ersten Reihe und Leute, die schon damit Erfahrungen gesammelt haben, die das vielleicht genauer sagen können, ja? Nee, aber eine andere Frage. Und zwar gibt es ja auch immer die Aussage, dass man Marken nicht registrieren muss, sondern die müssen halt im Umlauf sein und Bekanntheitsgrad. Ah, ja, guter Punkt. Also, man kann die gleichen Rechte wie aus einer eingetragenen Marke auch aus einer sogenannten Benutzungsmarke geltend machen oder aus einem Firmenkennzeichen. Ja? Also, wenn Sie eine GmbH haben, die halt Marimba heißt und dann Ihre Produkte auch alle Marimba heißen, können Sie aus dem Firmenkennzeichen auch genauso Rechte wie aus einer eingetragenen Marke herleiten. Allerdings müssen Sie dann bei der Durchsetzung genau zeigen, dass Sie deutschlandweit ein Verbietungsrecht haben, das heißt deutschlandweit in dieser Firma angeboten haben, deutschlandweit Angebote verschickt haben, deutschlandweit Rechnung geschrieben haben. Sie müssen bei der Durchsetzung dann Ihre Distributionswege quasi offenlegen. Ja? Man muss dann genau zeigen und darlegen dem Gericht, man firmiert unter dieser Firma, man vertreibt diese Produkte in ganz Deutschland. Das will man vielleicht nicht zwingend und es ist eben auch viel günstiger, einfach mit 290 Euro eine Marke anzumelden, als jetzt irgendwie diesen riesen Beweis führen zu müssen. Wenn ich online Werbung schalte, zum Beispiel, die ja dann europaweit oder deutschlandweit ausgerollt wird, zeige ich damit die Benutzung meiner Marke in ganz Deutschland? Ja, jetzt kommen wir zu der Benutzungsmarke, die nicht eingetragen ist, genau. Die Benutzungsmarke, also Sie können die gleichen Rechte wie aus einer eingetragenen Marke aus einer sogenannten Benutzungsmarke herleiten. Da müssen Sie aber in der Regel, das ist so die Rechtsprechung, also die Gerichte definieren das jedes Mal wieder neu, aber so als Faustregel müssen Sie eine Bevölkerungsumfrage durchführen, so mit MNIT oder mit GfK oder so. Ja? Und dann müssen 25% der in der Fußgängerzone befragten, zufällig befragten Leute, müssen dann sagen, ich kenne die Marke und die gehört zu dem. So, und das wird halt super schwer und außerdem kostet so eine Umfrage auch so 20.000, 30.000 Euro. Also es ist viel, viel günstiger, eine Marke anzumelden und eine eingetragene Marke zu haben. Und außerdem können Sie dann in der Brand Registry, die gleich noch kommt, auch mit dem Firmenkennzeichen und der Benutzungsmarke auch gar nichts anfangen. Denn da braucht man eine eingetragene Marke. Ja. Ich würde diesen Schokoladenhase Lind abbilden, wird aber dann eine Eigenmarke, Goldohren oder Ohrenhase in Scheibe. Ja, Markenverletzung, weil ja diese genaue Form so geschützt ist als dreidimensionale Marke. Also und auch Designverletzung. Achso, wenn Sie den von Lind kaufen und dann, verändern, das Produkt verändern, dann ist das auch ein... Ja. Aber oben steht statt Lind in der Amazon-Ding. Steht da nur... Ohrenhasen? Ja, nee, Sie können das anders bezeichnen, das Originalprodukt. Solange es ein Originalprodukt ist, ist es Erschöpfung. Das heißt, wenn Sie ein Originalprodukt verkaufen, Lind kann seinen Verkäufern allerdings auferlegen, die Produkte immer unter dem Originalnamen verkaufen zu müssen, was wahrscheinlich so ist. Ja? Aber nehmen wir an, Sie hätten das nicht so gemacht, ja? dass die Reseller praktisch das unter dem Originalnamen verkaufen müssen, sind Sie frei. Wenn Sie ein Originalprodukt haben und dann weiterverkaufen, solange es Originalprodukt ist, können die nichts machen. Aber er darf es ja nicht wegen Amazon, die lassen das nicht zu.
Nee, genau, Amazon lässt es nicht zu. Genau, ja. So, gesperrte Angebote reaktivieren. Das ist auch ein häufiges Thema, was mich immer wieder trifft. Ich kriege ja immer nur die bösen Sachen mit, ne, als Anwalt. Immer wenn man Probleme hat, kommen die Leute zu mir dann. Wie mache ich das? Einmal wichtiger Tipp, sofort reagieren und zwar nicht natürlich auch Amazon gegenüber, aber auch denen, die dann in der Mitteilung wird immer eine E-Mail verschickt, das Angebot wurde gesperrt auf Anfrage von und dann kommt eine E-Mail-Adresse. Sofort mit denen Kontakt aufnehmen und sagen, hier, was können wir tun, um das wieder aufzuheben. Ja? Diejenigen, die das gesperrt haben, gucken sich vielleicht auch die anderen Angebote an und sperren dann noch eins und dann noch eins und dann noch eins, wenn man sich halt nicht rechtzeitig meldet. Und wenn dann genug Angebote gesperrt sind, wird der ganze Account gesperrt. Ja? Und das ist dann super ärgerlich. Ja? Wie hebt man das jetzt wieder auf? Wenn die Sperrung tatsächlich zu Unrecht war, also man Originalware vertrieben hat oder eben derjenige gar kein Recht an dem Design oder der Marke hat, weil er die gar nicht eingetragen hat, sondern irgendwas Falsches behauptet, ja? Dann hilft es nicht, irgendwie mit Amazon Kontakt aufzunehmen, denn die malen sehr langsam, sondern man muss dann mit demjenigen, der die Löschung oder die Sperrung beantragt hat, Kontakt aufnehmen. Ja? Ich gebe mal ein konkretes Beispiel, was ich in der Vergangenheit hatte, wo eine AIDIA Limited, vielleicht hat jemand von Ihnen auch schon mal Trinkbecher vertrieben und ist da abgemahnt oder ist da gesperrt worden von denen, die haben die sich Designs geschützt für bestimmte Trinkflaschen mit einem bestimmten oberen Verschluss. Ja, so. Da haben die halt ein Unionsdesign und da sind eben Seller gesperrt worden, weil sie eben genau diese Flaschen auch vertrieben haben. Und dann haben wir aber herausgefunden, dass diese AIDIA nicht sehr kreativ war, denn die haben sich nämlich Designs geschützt, die lange schon vorher auch existiert haben, und zwar nachweislich. Ausnahmsweise war der chinesische Lieferant selbst mal kreativ geworden und hatte sich in China auf seine offensichtlich selbst designten Flaschen Designs eintragen lassen, schon ungefähr ein halbes Jahr bevor überhaupt AIDIA das in der EU gemacht hatte. Und bei Designs gibt es das Erfordernis der Neuheit. Ja, Designs müssen zum Anmeldetag neu sein und dürfen nirgendwo auf der Welt schon vorher irgendwie registriert gewesen sein oder in der Öffentlichkeit bekannt gewesen sein oder so. Also haben wir dann die AIDIA angeschrieben mit CC Anwaltskanzlei von der AIDIA und gesagt, hier, hört zu, eure Designs taugen nichts, denn die gab es alle schon vorher, siehe chinesische Designanmeldung. Also wir würden die, wenn ihr das in ein paar Tagen nicht wieder aufhebt, die Löschung, dann würden wir erstens Schadensersatz fordern für unseren entgangenen Gewinn, zweitens würden wir eure Designs löschen, und so weiter und so weiter. Negative Feststellungsklage in Deutschland erheben, ja, weil wir können natürlich das Gericht bitten, bitte festzustellen, dass wir nicht eine Designverletzung vorliegen haben. Alles CC an den Anwalt. Dann haben die geschrieben, oh, nicht immer den Anwalt in CC nehmen, der schickt uns immer gleich eine fette Rechnung für jede E-Mail, die er liest und so weiter. Ja. So. Außerdem haben die gesehen, okay, ja, wahrscheinlich haben wir uns da irgendwie falsch verhalten, denn das Design gab es ja tatsächlich, denn zufällig war der Chinese nicht nur der Lieferant unseres Sellers, den wir vertreten haben, oder wir haben mehrere Seller vertreten, die alle von dem gesperrt worden waren, sondern der hat auch die AIDIA beliefert. Ja? Und dann haben wir nämlich auch da reingeschrieben, ja, und wenn ihr euch nicht beugt, wir haben mit dem chinesischen Produzenten schon Kontakt aufgenommen, der würde euch dann auch nicht mehr beliefern, wenn ihr jetzt weiter hier die Leute sperrt, so weiter. So, wenn ihr das in ein paar Tagen nicht aufhebt, dann ist Rambazamba. So, zack, war es aufgehoben. Ja? Ja, nicht zack, aber so mit ein bisschen hin und her überlegen und reden, war das Angebot wieder frei und freigeschaltet. Also man muss dann schon auch ein bisschen Druck ausüben auf denjenigen, der das gesperrt hat, damit man den Account wieder freikriegt. So jedenfalls meine Erfahrung. Also ja, ihr habt vielleicht auch noch andere Erfahrungen gemacht und ich lerne gerne dazu. Vielleicht könnt ihr das auch mit mir teilen, quasi wie ihr erfolgreich wart, wieder was zu entsperren. Aber das hat jedenfalls funktioniert. So, ja. Die Kosten dafür, die muss dann der andere tragen. Ja, in dem Fall haben wir uns so geeinigt, dass die Kosten der hiesige Seller getragen hat. Der wollte einfach jetzt schnell sein Ding wieder verkaufen können. Die Kosten waren relativ gering im Vergleich zu dem Umsatz, den er damit täglich gemacht hat. Genau, ja. Designs müssen neu sein, wenn man die geschützt haben möchte. Und wenn man nachweisen kann, die Designs sind nicht neu, kann man sie halt angreifen und löschen lassen. Ja. Aber das ist ja irrsinnig schwierig festzustellen, ob das jetzt wirklich neu ist. Das ist irgendwie auf der Welt, man das Design schon irgendwo verwendet hat, das kann
Ja, in dem Fall hatten wir ja Glück, weil der Hersteller gesagt hat, es ist meins. Genau, aber nee, man kann aber auch Designrecherchen durchführen und dazu sind dann eben die Profis wie wir da, die dann solche Designrecherchen durchführen. Und wir können natürlich nicht weltweit überall im Vorstadtblättchen von, ich habe es gesehen, von Ulaanbaatar auch recherchieren. Aber wir finden schon in der Regel ganz gut auch frühere Designs, die dann dafür sorgen können, dass man da ein bisschen Druck ausüben kann. Ja? Und ich einige mich mit dem Hersteller auf eine eingebrandete Serie, der exklusiv für mich hier als Sechser-Set im Karton importiert, den sonst auch keiner zur Verfügung gestellt bekommt. Ja. Diesen kann ich bei in dieser Verpackung, in dieser Aufmachung Neues trotzdem als Design respektive als Marker. Wenn das ein neuer visueller Eindruck ist, ja. Ja, alles, was ein neuer visueller Eindruck ist, auch Verpackungen und so, kann man schützen. Wenn das Originalware ist, ja. Wenn Sie mit Linden Deal machen, ich darf Goldhasen verkaufen, warum nicht? Ja, klar. Ja, jetzt da hinten. Ja, kann auch passieren. Habe ich gerade einen konkreten Fall. Da geht es um so ein Trainingsband, den ich gerade versuche zu entsperren. Genau. Nee. Die Marke ist schon länger geschützt, aber in dem Fall handelt es sich wahrscheinlich um Originalware. Und dann muss man halt den so unter Druck setzen. Hier, du darfst uns gar nicht sperren, weil wir Originalware verkaufen. Wenn du das nicht sofort wieder entsperrst, dann negative Feststellungsklage das und so weiter. Dass es keine Markenverletzung ist. Ja. Noch eine Frage zum visuellen Eindruck. Muss der visuelle Eindruck bereits aus der Verpackung heraus oder wenn ich das Produkt so in die Hand nehme, da sein oder auch wenn ich in Benutzung nehme? Zum Beispiel, ich habe so ein irgendein Ding, das verschießt Konfetti. Ja. Normalerweise haut es das einfach so raus und ich habe jetzt was gebaut, das schießt das in zwei Strahlen, in irgendwie so. Okay. Wenn ich es benutze, ist es was anderes. Sehe ich was anderes. Ja. Ja, also man kann auch den visuellen Eindruck von dem In-Action quasi schützen. Das Problem ist, dass man nur gewerbliche Nutzungen untersagen kann. Und dieses In-Action-Verschießen praktisch in zwei Richtungen, das passiert ja wahrscheinlich nicht gewerblich, sondern bei den Käufern privat. Ja? Und das kann man dann nicht untersagen. Ja, aber, aber wenn jemand anderes jetzt so ein Ding herstellt, dann ist normalerweise alle Konfetti-Schleudern machen alle dasselbe, aber meine das andere. Und jetzt kommt irgendjemand, nachdem ich das auf den Markt gebracht habe, baut das nach und will das jetzt auch auf den Markt. Also man kann dann nur, wenn das Erzeugnis selbst noch nicht das In-Action anders aussieht, dann kann man da natürlich das Design schützen. Aber ich würde sagen, es wird schwer, aus dem Design In-Action gegen den Anbieter von dem Produkt vorzugehen, weil er das ja nicht In-Action verkauft quasi, sondern nur bevor es aktiviert ist quasi. Aber man kann vielleicht das technische Prinzip, ja, wenn das jetzt ein anderes technisches Prinzip gibt, kann man da vielleicht ein Patent schützen oder so. Ja. Wenn es jetzt ums Design geht, welche Geschmacksmuster? Ja. Ja, genau. Wenn ich jetzt zu euch komme und euch frage, hey, darf ich das verkaufen oder nicht, könnt ihr mir dann überhaupt eine rechtsverbindliche Aussage? Ja. Ja? Ja, denke ich ja. Also es kommt, der Schutzbereich von einem Design kommt immer darauf an, wie viel sehr ähnliche Design gab es schon vorher, quasi vor diesem Design. Nehmen wir an, ich habe hier diesen, der ist bestimmt im Design geschützt. Ja? So. Nehmen wir an, dass das Anmeldedatum ist vor einem Monat oder so von dem Design. Wenn es jetzt genau solche sehr super ähnlich oder vielleicht sogar schlimmerweise identisch, aber sehr ähnliche dieser Weiter-Schalter von so, ich weiß nicht, wie die heißen, gibt, ja, dann ist der Schutzbereich von dem Design sehr eng. Ja, dann ist nämlich der Schutzbereich nur so weit, was die Unterschiede angeht, praktisch zu dem Formenschatz, dem sogenannten, den bekannten Designs. Ja? So weit erstreckt sich der Schutz. Wenn man jetzt einen völlig anderen neuen Slide-Weiterschalter erfunden hat, ja, der ganz anders aussieht und ungewöhnlich, ja, dann hat man einen breiteren Schutz, dann dürfen sich die Leute nicht so stark annähern. Aber wir können da, glaube ich, eine gute Einschätzung abgeben, ist das ein Problem oder nicht. Ja. Wenn es jetzt zum Beispiel in weiterer Folge andere Geschmacksmuster gegeben hat, also Aufbauern vielleicht, also die sehr ähnlich sind wie dieses Originale quasi, ja. Zählt das auch? Weil Geschmacksmuster werden nicht verfügbar anmelden, oder? Ja, genau. Ja.
Das ist das Problem. Man muss praktisch, wenn es ein eingetragenes Design gibt von einem Wettbewerber, muss man praktisch eine Recherche machen oder gucken, gab es das eigentlich, wurde das schon vorher so vertrieben? Und es zählt leider überhaupt nicht, wenn andere auch solche ähnlichen später vertreiben. Das ist das Problem der anderen, quasi, dass ja auch alle in das Design vielleicht reinfallen. Man muss sich schon selbst darum kümmern, dass man möglichst einen Abstand hält. Und kommen wir nochmal zu dem ersten Beispiel zurück mit den Goldhasen. Vielleicht lieber als kleinerer Seller nicht so hart am Wind segeln und lieber einen größeren Abstand wählen. Ja. Können wir uns einigen, dass das sind sehr individuelle Fragen, die vielleicht am meisten nicht interessieren, dass Sie beide machen, weil die Brand Registry wird interessiert. Ja, sorry. Brand Registry, yeah, letzte Slide. So, stimmt, ich habe noch 4 Minuten, aber das kriegen wir hin. So. Also, Brand Registry ist ein ganz neu Anfang Mai eingeführtes Verfahren in Deutschland, das gibt es schon ein bisschen länger in den USA, wo Markeninhaber bei Amazon ihre Marken, eingetragenen Marken, nicht nur irgendwie einen Markennamen, das konnte man bisher, ja, ohne dass der eingetragen war, nein, man muss eine eingetragene Marke haben, entweder eine Unionsmarke oder eine deutsche Marke, als Deutscher quasi, und kann die dann bei Amazon.de hinterlegen und da muss man hier schon zum Beispiel auf der Formularseite, die ich hier zeige. Ich habe allerdings gestern auch ein Video auf YouTube hochgeladen, also in meinen Kanal gehen. Und da führe ich Sie genau durch alle Formularseiten, was man da überall einfüllen muss und so weiter und was das alles bringt. Aber hier muss man als Beispiel mal eben angeben, hat Ihre Marke ein eingetragenes Warnzeichen? Und wenn ich da Nein sage, kommt gleich, die Markenregistrierung lässt sich ausschließlich mit Marken mit eingetragenen Warnzeichen zu. Ja? Das heißt, man kann diese Brand Registry nur verwenden in Zukunft, Unterschied zur Vergangenheit, wenn man wirklich eine eingetragene Marke hat. So, dann muss man so lauter Fragen beantworten, zum Beispiel eben zur Person, die eben Kontaktperson ist. Dann muss man zur Marke Fragen beantworten, so ein bisschen auch zur Markenhistorie sogar, zu den Vertriebswegen, zu den Herstellungsorten. Man muss Bilder der Produkte angeben, Bilder der Verpackungen, ja. Kann man. Ja. Ja. Nö, kann man wahrscheinlich machen. Ja, allerdings, die machen das natürlich nicht ohne Grund, dass sie das so ausführlich fragen. Denn Amazon verspricht, dass sie ihnen nach im Nein auch helfen, neben anderen Vorteilen, Markenverletzungen aufzudecken und ihnen proaktiv zu melden. Also andere Angebote zu flaggen quasi, dass sie die kriegen praktisch und sagen, okay, das ist eine Markenverletzung oder nicht. Und dann die Angebote auch sperren können. Deswegen, ich glaube, es hilft, dort auch tatsächlich ein paar Worte zu verlieren, weil die vielleicht faul sind und nicht extra draufklicken oder das rüberkopieren in den Browser oder so. Ja, was sind die Vorteile? Ich habe mal ganz frech Buybox-Garantie geschrieben. Der Igor, den vielleicht auch einige kennen aus den Facebook-Foren, hat schon gesagt, Rolf, das kann eigentlich nicht sein. Ja? Aber ich bleibe dabei. Ich glaube tatsächlich, dass eine Buybox garantiert wird, wenn man sich die Marke registriert hat. Man kann die Buybox ja im Prinzip auch verlieren. Also erstmal vielleicht, warum hat man eine Buybox-Garantie aus meiner Sicht? Weil es eben keine Anhänger mehr geben wird. Ja? Das Anhängerproblem ist mit dieser Brand Registry quasi tot. Weil jemand nur noch unter der Asien verkaufen darf, wenn Sie die Zustimmung gegeben haben in der Brand Registry. Ja, Sie können einmal sich selbst registrieren dort in der Brand Registry, Sie können aber auch eben anderen Lizenznehmer dort eintragen und eben autorisierte Händler und so weiter. Ja. Genau, was ist denn, wenn ich an Handel verkaufe? Also ja, geht auch. Muss man die freischalten. Ja. Aber ich bin doch verpflichtet, ihn freizuschalten. Wahrscheinlich kann er das zivilrechtlich durchsetzen, ja, weil er einen Vertriebsvertrag hat irgendwie. Ja, also genau. Also man ist wahrscheinlich dazu verpflichtet, genau. Erschöpfung taucht praktisch nicht mehr auf, jedenfalls auf Amazon, weil jemand auf der Asien nur noch verkaufen darf, wenn Sie gesagt haben, okay, du darfst verkaufen. Sie müssen ihm allerdings wahrscheinlich erlauben zu verkaufen, wenn er Originalware hat. Ne? Da hat er ja einen Anspruch drauf, er muss die verkaufen dürfen quasi.
Aber sie haben da jedenfalls wesentlich mehr Kontrolle, das ist ein bisschen Beweisumkehr. Und für die Seller jetzt ein absolutes Argument, eingetragene Marken endlich zu sichern, weil man jetzt quasi Anhängen damit praktisch unmöglich macht. Die Buybox kann man ja auch verlieren, wenn man irgendwie Pricing ein bisschen dreht und so weiter und irgendwie da ein bisschen, man kann die nicht nur verlieren, wenn es eben andere günstigere Anbieter gibt oder so, das weiß ich auch, aber ich bleibe dabei, ich meine, und so ist es, meine ich, in den USA auch gerade, dass wenn man sich in der Brand Registry registriert hat, kann man die Buybox nicht mehr verlieren. Aber das muss die Praxis jetzt zeigen, ja? Die gibt es nicht mehr. Angehängte Händler? Nein, ich meine jetzt, also wenn ich meinen Händler, den ich offiziell verkaufe, die melden sich bei mir, ich schalte den jetzt frei. Ach so. Die gehen auch auf das Produkt. Ja gut, alle Autorisierten können die Buybox bekommen. Ja gut, ja. Alle, die in DC freischalten, können natürlich auch in der Buybox auftauchen. Ja gut, aber sie haben die Kontrolle. Vermute ich. Ich weiß es nicht in der Praxis, wie es in der Praxis sein wird. Vielleicht weiß es jemand besser. Ja. Ja, genau. Also, wenn Sie in der Brand Registry registriert sind, ich weiß, ich habe noch ungefähr eine Minute, glaube ich, oder so. Ja, wir sollten jetzt nicht mehr allzu viel. Nein, Fragen genau. Jetzt ist die letzte Frage, die ich beantworte. Also, mit der Brand Registry haben Sie die Möglichkeit, die Titel freier zu gestalten, die Produktbeschreibung freier zu gestalten. Ich glaube, das ist so ähnlich wie dieser A+ oder Amazon Plus Content. Ja, nur so als Stichwort. So. Wer irgendwie nicht mitgeschrieben hat oder das ausführlicher will, mein YouTube-Kanal, da habe ich ganz viele Tipps für Sie parat. Ja? Deswegen gerne abonnieren oder einfach Fragen an mich. Ich bin heute den ganzen Tag da. Vielen Dank.